Ich bin die Niki, wie du wahrscheinlich weißt, und wir werden jetzt gleich zusammen eine schöne Core 3D-Stunde machen. Und zwar war es eine ganz besondere Core 3D-Stunde, denn es war ein Zoom-Live-Kurs, den ich für eine ganz besondere Tanzschule machen durfte und auch aufzeichnen durfte. Das heißt, du kommst auch noch ein bisschen mehr in dieses Live-Feeling mit rein, denn es haben wirklich ganz viele freiwillig und live mitgemacht. Und falls du auch mal Lust hast, über Zoom live dabei zu sein, dann findest du auf meiner Homepage unter Shop unter Zoom Live-Kurse alle Live-Kurse, die du mitmachen kannst. Was ist Core 3D eigentlich? Core 3D ist ein Beweglichkeits-, Mobilisations- als auch Kräftigungstraining mit dem Schwerpunkt auf den Rumpf. Wir werden die Wirbelsäule in alle drei Dimensionen durchbewegen und das mit Kräftigungsübungen kombinieren, sodass wir die ganze Zeit auch immer eine Aktivierung unserer Rumpfmuskulatur haben. Das heißt, es wird koordinativ auch recht anspruchsvoll. Wir werden die Arme mitnehmen, wir werden viel mit den Beinen machen in Kombination. Aber bitte pass auf dich auf, falls du irgendwelche Einschränkungen hast. Und falls es nicht klappt, dann einfach lächeln und Spaß haben. Das ist ganz wichtig. Ich freue mich, dass ich die Live-Stunden aufzeichnen darf. Und so habe ich für euch mal neben den ganzen Step-Videos auch neue Kräftigungsvideos, die hier regelmäßig online kommen. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß. Du brauchst nur deine Matte und was zum Trinken und dann legen wir los. Super gut. Ihr dürft mal ganz entspannt im hüftschmalen Stand auf dem Boden ankommen. Die Hände an die Seite und hier mal ganz kurz das Kinn Richtung Brust und mal in den Nacken. Wir werden erstmal Stück für Stück alles mobilisieren und aufwärmen. Schaut gerne Richtung Decke und Richtung Boden. Einfach mal auf und ab. Wir werden im Tempo der Musik arbeiten, aber ganz, ganz wichtig ist, falls dir irgendwas zu schnell sein sollte, dann bitte, bitte mach's lieber langsam. Mal richtig schön auf und abschauen. Da geht die Musik schon richtig ab. Und wir noch locker an der Halswirbelsäule. Letzter noch. Und dann schau mal nach vorne. Schau mal über die rechte und die linke Schulter. Einfach mal drüber schauen. So haben wir für die Halswirbelsäule schon die Beugung, die Streckung und natürlich die Rotation. Unsere Wirbelsäule, deswegen Core 3D, hat nämlich drei Dimensionen. Und da wollen wir immer richtig schön arbeiten. Alle Segmente der Wirbelsäule bewegen. Und was können wir noch? Und zwar schauen wir nach vorne, mal den Kopf auf die rechte und auf die linke Seite ablegen. Und hier haben wir schon die dritte Dimension und bei mir hat es knack gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir macht es schon knack, 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 knusch, knusch. Bleibt nochmal dabei. Versucht mal nur die Halswirbelsäule zu bewegen, also nur den Kopf und nicht die Brustwirbelsäule, das kommt gleich. 4, 3, 2 und du schaust mal gerade nach vorne. Schieb jetzt nochmal das Kinn vor und rück. Auch nochmal die Dimension. Mal einfach nur vor und rück. Übrigens sind die Übungen, die am schönsten aussehen, meine Lieblingsübungen. Und das ist eine der Lieblingsübungen, die sieht doch gut aus, oder? Ein Schwanenhals. Richtig schön vor und rück. Ins leichte Doppelkinn. Die letzten 4, 3, 2, du bleibst im leichten Doppelkinn. Schieb mal deine Schulter nach vorne tief und immer nach hinten. Brust raus, Schulterblätter zusammen. Nach vorne tief und nach hinten. Daumen zurück. Und Daumen zurück. Ja. Hier dürft ihr mal richtig schön die Wirbelsäule durchbewegen. Und zwar die Brustwirbelsäule rund werden lassen und die Lendenwirbelsäule auch. Rund. Und Daumen zurück, Brust raus. Nochmal rund. Und zurück. Gut. Nimm mal dein Becken noch ein bisschen mit, dass du hier mal richtig schön ins Hohlkreuz kommst und dann in den runden Rücken. Und wir wollen natürlich die Wirbelsäule so groß wie es geht in der größtmöglichen Bewegungsamplitude durchbewegen. Und wir werden noch ein bisschen größer. Komm noch tief Richtung Knie und wieder hoch. Dann streck mal richtig den Bauch raus.
Wie gesagt, darf gut aussehen. Bauch raus. Wir werden wieder ein bisschen größer. Das heißt, nimm mal deine Arme nach oben. Öffne dich mal. Komm tief und öffnen. Ja, tief. Und Daumen zurück. Richtig schön die Schulterblätter zusammenschieben. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich mit euch hier jetzt Core 3D machen darf. Denn mit mir kann man auch bei der IFA Core 3D lernen. Das heißt, ich bilde immer wieder, gerade auch online, Trainer aus, die mit mir dann Core 3D lernen. So, nochmal, komm tiefer und hoch und die Schulterblätter zusammen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Stabilität in die Körpermitte bringen. Das heißt, wir schieben jetzt nicht mehr ins Hohlkreuz, sondern machen das Becken schön gerade und Bauch fest. Komm tief und hoch, Bauch fest. Komm mal so tief, wie es geht, nach unten, Richtung Boden. Und hoch, Daumen zurück, nochmal tief. Und zurück, bleib dabei. Und rück die Schulterblätter zusammen. Ich sehe gerade, da kam was im Chat. Aber das machen wir in der Pause. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Da kommen jetzt gerade schon ein paar, die ihre Videos wieder ausgemacht haben. Aber nicht schlimm. Die ein oder anderen sehe ich noch. Komm nochmal tief. Und hoch. Letztes Mal. Bleib mal hier oben und schieb dich mal von rechts nach links. Und zwar rechts in die Mitte. Links. Falls die Internetverbindung haken sollte, alles gut. Ihr könnt gerne einfach ein paar Liegestützen machen, bis ich wieder da bin. Schieb dich mal von rechts nach links. Daumen zurück. Also ich hatte leider gestern auch beim Online-Kurs ein paar Hakler, aber das ist es einfach, die Internetverbindung. Macht nichts. Einfach weiter üben, einfach weiter machen, bis ich wieder da bin. Oder wie gesagt, im Zweifelsfall immer ein paar Liegestützen oder Kniebeugen. Schieb dich lang, komm in die Mitte. Lange zurück. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Und locker mal die Arme durchschwingen. Einfach nur schwingen. Die Knie locker Richtung Zehenspitzen und die Arme schwingen durch. Mach dir mal bewusst, ob immer der gleiche Arm vorne ist und versuch mal, immer die Arme im Wechsel durchzuschwingen. Hopp. Einmal rechter Arm vorne und einmal linker Arm. Ich bin übrigens dein Spiegelbild. Hopp. Und wieder hoch. Komm noch ein bisschen höher. Tief. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte und locker, mal ganz locker die Schultern kreisen, einfach nur Schulterkreis, richtig schön großer Kreis zurück. Versuch mal den Kreis noch ein bisschen größer werden zu lassen, die Schulter hoch zu den Ohren und wieder zurück. Da sind jetzt wieder mehr mit der Kamera dabei. Ich freue mich. Wenn es während dem Workout auch nicht geht, wir können gerne in der Abschlussrunde nochmal lächeln in die Kamera. Auf und ab. Die letzten. 4, 3, 2 und Achtung mal rechts und links im Wechsel. Rechts, links. So, der Lein. Ich komme aus dem Schwabeländle. Ich weiß nicht, ob Ostro hört, aber bei uns ist alles Füßlein und klein. Das heißt, manchmal sage ich zu dem Bein Fuß. Also nicht irritieren lassen. Ja, richtig schön. Schultern zurück. Ich warne nur schon mal vor. Perfekt. Mal rechts und links den Ellenbogen mitnehmen. Die Füße stehen ganz stabil am Boden und wir wollen mal aus der Brustwirbelsäule rotieren. Schau mal, dass deine Hüfte schön stabil bleibt. Noch 4, 3, 2, mal der ganze Arm. Rechts und links. Und zwar am Ohr vorbei. Oberarm am Ohr vorbei. Noch 4, 3,
2. Lass beide Hände mal tief und schieb dich nach rechts und nach links. Wir haben jetzt auch schon wieder für die Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule die Beugung und die Streckung gehabt. Wir haben ein bisschen rotiert und jetzt machen wir noch die Seitneige. Komm mit der Fingerspitze tief Richtung Knie. Noch 4, 3, 2. Mal nur auf die rechte Seite, nur rechts. Tief und hoch. Tief und hoch. Nimm mal den linken Arm mit. Lang und rück. Richtig schön in die Seite schwingen. Die letzten 8. Sodass wir auch die Seite spüren, dass wir hier richtig lang werden. 4, 3, 2 und der letzte. Seitenwechsel. Nach links. Richtig schön mit der Fingerspitze tief. Schau, dass du hier mal die Hüfte stehen lässt und dann aber richtig schön in die Seite, in die Banane kommst. Nimm mal den rechten Arm mit. Auch hier schwingen, wieder zurückkommen. Wie gesagt, wenn es dir zu schnell ist, lieber langsam und immer in die ganze Amplitude. Noch 8, 7. 4, 3, 2 und der letzte. Achtung. Mal nur das Becken vor und zurück schieben. Bisschen Hüftschwung. Aber das könnt ihr bestimmt viel besser als ich. War richtig schön vor und rück. Kreis mal das Becken. Wirklich große Kreise ziehen. Auch hier wollen wir jetzt noch mal ein bisschen die Lendenwirbelsäule mobilisieren. Mal in die andere Richtung. Hopp. Perfekt. Und gerade stehen. Nochmal Hüfte vor und rück, vor und rück. Schau mal, dass du, wenn du deine Hüfte vor und zurück kippst, dass du jetzt in der ganzen Amplitude kippst, also richtig ins Hohlkreuz und wieder vor. Wir pendeln uns jetzt langsam mal in der Mitte ein. Und zwar so, dass dein Becken aufgerichtet ist, du eine schöne Spannung im Bauch spürst. Und hier geht es mal auf die Zehenspitze, mal hoch und tief. Unser Rücken braucht, unser gesunder Rücken, braucht ein starkes Fundament. Und nicht selten ist es so, dass wir Rückenschmerzen bekommen. Warum? Weil zum Beispiel unser Sprunggelenk gar nicht die Stabilität hat, unser Knie nach innen fällt, dadurch wir Hüftschiefstellungen haben. Deswegen beim Core 3D werden wir auch immer was für die Balance, für die Füße machen. Deswegen wärmen wir die auch auf. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, mal rechtes Knie und linkes im Wechsel hoch. Da hat es geknackt. Gut, für alle die Kamera anhaben, die dürfen mal sehr gerne, aber natürlich auch für alle die anderen. Einmal mal die Arme hoch, wenn alles okay ist. Ja, super, weil das sehe ich nämlich gut. Vielen Dank. Put your hands up in the air. Noch 4, 3, 2. Bleib mal mit dem rechten Knie oben. Achtung, rechtes Knie oben, mal Sprunggelenk kreisen. Wenn es von der Balance schwierig wird, immer mal wieder auftippen und versuchen zu kreisen. Aber versucht mal hier, das Knie so hoch wie es geht zu ziehen und dann mal schön große Kreise zu machen. Perfekt. Wie ihr merkt, wir bewegen alle Gelenke mal durch im Warm-up. Noch 4, 3, 2 in der größtmöglichsten Amplitude. Mal das Knie nach außen. Kreis. Und Kreis. Du kannst zwischendurch immer auftippen, musst aber nicht, kannst auch schon eine Balanceübung draus machen. Wir öffnen richtig schön das Becken nach außen. Die letzten 8, 7, 6. Von innen nach außen. Noch 4, 3,
2. Mal den großen Schritt zur Seite. Achtung, hier mal auf das rechte Knie und dann mal auf das linke. Einfach mal nur ganz leicht reinfedern. Federn. Das brauchen wir nämlich nachher. Und hier passt ihr bitte auf, dass das Knie immer Richtung Zehenspitze geht. Auch hier knackt alles. Zum Glück sind wir nicht live zusammen, sonst würdet ihr alles knacken hören. Heute Morgen habe ich mich schon ein bisschen bewegt, aber danach war ich nur am Schreibtisch. Zack. Deswegen gut, dass ich mich heute noch mit euch ein bisschen durchbewegen kann. Versucht ein bisschen tiefer zu gehen. Für alle Kniekranken. Nur im schmerzfreien Bereich und nur, wie es für euch passt. Okay? Bleibt mal hier. Einfach nur bleiben. 4, 3, 2. Fuß zurück. Knie schnappen. Sprunggelenk kreisen. Wunderbar, wir sind auf der anderen Seite. Hier große Kreise in die eine Richtung. Große Kreise in die andere Richtung. Das Knie so hoch, wie es geht. Und wenn wir es schaffen, immer in der Luft. Auch hier nach außen kreisen. Hopp und rück. Ihr habt es gleich geschafft. Das Warm-up. Aber ich bin schon am Schwitzen. Dann machen wir eine kleine kurze Trinkpause und dann geht's los. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Großer Schritt nach außen. Hier auch reinfedern. Und wechsel. 3, 2, 1. Super, hier können wir jetzt wieder ein bisschen tiefer gehen. Spürt ein bisschen die Dehnung in der Oberschenkelinnenseite und versucht aber den Rücken richtig schön aufrecht zu halten. So, wir bleiben auf der linken Seite hier tief. Bleibt tief. Die letzten 4, 3, 2, beide Füße zusammen. Und mal alles ausschütteln. So, ein Schlückchen zum Trinken. Und dann legen wir los. Wir machen übrigens im Core 3D immer sehr viel im Stehen. Obwohl es stark für den Rumpf ist. Viel im Stehen, weniger auf der Matte. Aber wir gehen nachher auch auf den Boden. So, nochmal ganz kurz Schultern kreisen. Um euch noch ein bisschen aufzuwecken, machen wir gleich mal am Anfang eine Schwungbewegung. Hoch und tief. Einfach mal schwingen. Die Füße stehen hüftschmal. Die Knie gehen Richtung Zehenspitzen. Und dann einfach mal durchschwingen. Locker, locker. Noch 8, 7, 6. Und der letzte. Und Achtung, die Arme zur Seite. Wir schieben uns nochmal rechts und links zur Seite, wie im Warm-up. Wir haben schon ein paar Dinge im Warm-up ausprobiert, die wir gleich im Hauptteil brauchen. Und das ist jetzt erstmal die Seitneige. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wir üben erstmal den Armpart nur mit rechts tief, tief und hoch, so wie vorhin. Und hier nehmen wir auch wieder den Arm mit in die Seite. Hopp und tief, zack und tief. Die letzten 8, 7. Nehmt mal den anderen Arm noch mit dazu. Wir üben mal noch hier in die Seite hoch. In die Seite hoch. Seitenwechsel erstmal klein. Tief und hoch. Auch hier bauen wir wieder Stück für Stück auf. Die letzten 4. Schaut, dass sie schön aufrecht steht. Wie gesagt, das Becken leicht aufgerichtet. Und dann hier den rechten Arm nochmal hoch und tief.
mal hier auch die Arme mit, und zwar den linken Arm, der rotiert mit nach oben. Und ihr merkt schon, es ist sehr schwunghaft. Letzter noch. Achtung, rechter Fuß raus und wieder in die Mitte zurück. Linker Fuß raus, raus und in die Mitte zurück. Rechtes Knie beugt sich, aber das linke auch. Wir gehen in so eine leichte Kniebeuge und wieder zurück. Okay? Tief und rück. Die Knie gehen Richtung Zehenspitzen, der Popo geht tief. Ein starker Rücken braucht ein starkes Fundament. Und deswegen trainieren wir auch die Beine. Und zwar nicht zu kurz kommt das Gesäß und die Oberschenkel, Vorderseite und Rückseite. Hopp, tief, hopp und rück. Wir gehen mal nur auf die rechte Seite. Und wieder zurück. Nur rechts. Tief und rück. So, die Hände kommen mal nach außen. Einfach nur Brust raus. Die letzten. 4, 3. Die letzten 2. Und der letzte noch. Andere Seite. Hier raus. Hopp. Tief. Versucht immer einen guten Stand zu finden. Wir sind so ein bisschen in einem Sumo-Squat. Das heißt, nicht zu eng stehen, sondern wirklich so, dass die Knie richtig schön Richtung Zehenspitzen zeigen können. Und das Gewicht immer in die Mitte kommt. Ich schaue auch gerne gleich mal nach euch. Hopp, tief, aber sieht gut aus. So, auf die rechte Seite schneller. Tief, hoch, tief, hoch. Noch 4, 3, 2. Seitenwechsel schnell, tief. Stellt euch mal vor, wir nehmen jetzt noch die Arme mit. Ihr müsst euch das nicht gleich vorstellen, sondern wir machen es gleich. Aber eine kurze Pause haben wir für die Beine. Hopp, Achtung, linker Arm geht hoch, hoch und Seite. Hopp. Wir üben noch mal ganz kurz die Arme. 4, 3, 2, Seitenwechsel, hopp und hoch. Wir kombinieren die Arme und die Beine gemeinsam, aber erstmal, nicht, dass wir beides gleichzeitig ändern, machen wir die Beine, kommen nochmal in die Seite, kommen tief und hoch, tief und hoch. Ja, komm hier richtig schön lang und in die Seite. Seitenwechsel. Hopp und hoch. Tief. Wir nehmen den Schwung mit, unser Rumpf muss ausgleichen. Nochmal Seitenwechsel, Achtung. Tief und Schwung. Tief und Schwung. Und Schwung in die Seite. Und Wechsel. Tief und Schwung. Stellt euch mal vor, wir nehmen hier noch das Knie nach oben. Sieht schön aus und braucht noch ein bisschen Balance. Probiert mal aus. Knie hoch. Seitenwechsel. Hopp und Knie hoch. Wir kommen sogar in so eine Banane, in die Seite. Hat ein bisschen auch was Tänzerisches, gell? Noch 4, 3, 2 und letzte Seitenwechsel. Letztes Mal. 8, 7. Wenn du nicht möchtest, kannst du auch hier antippen. Alles gut. Noch 4, 3, 2 und letzte und locker. Tap mal vor und weg. Die erste Kombination haben wir geschafft. Sobald wir die Arme mitnehmen in den Kräftigungen, muss der Rumpf mehr stabilisieren, weil wir ein bisschen Schwungkraft mitnehmen. Nimm mal die Arme einfach vor und rück und schwingen. Wir haben
Core 3D. Keine Pause zwischen den Übungen. Das hier ist unsere Pause. Und hier rotierst du dich mal richtig schön nach rechts und nach links. Wir haben nur aktive Schwungpausen oder Balance. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, tipp mal Rücken. Rechts und links. Einfach nur nach hinten tapp. Tapp. Gleich, was wir vorne gemacht haben, einfach nach hinten tapp. Und mal hier auch die Arme vor- und rückschwingen. Fühlt sich komisch an, aber wir probieren es mal. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Die Arme mal locker an die Seite. Und zwar hoch Richtung Stirn und wieder tief. Hoch Richtung Stirn und wieder tief. Becken aufrichten, Bauch ist wunderbar fest. Und sehr gerne dürft ihr in einem leichten Doppelkinn bleiben. Bleib mal hier. Mach dich mal rund und klein. Richte dich wieder auf und die Arme an die Seite. Hände Richtung Schläfe, rund und klein, wieder aufrichten und an die Seite. Nochmal hoch, rund und klein, auf und an die Seite. Rund und klein. Wir machen das mal ein bisschen schneller. Achtung, hopp, rund, groß und rück. Hopp, rund. Jedes Mal, wenn die Ellenbogen hier nach oben kommen, schieben die Schulterblätter schön zusammen. Ihr dürft weitermachen. Ja, ich schaue euch mal ganz kurz zu. Ja, das sieht gut aus. Passt auf, dass ihr nicht am Nacken euch nach unten zieht, sondern wirklich nur mit eurer Kraft tief geht. Die letzten. 3 Stück noch. Zwei. Und hopp und tief. Achtung, die Ellenbogen kommen nochmal nach außen. Jetzt schieben wir den rechten Ellenbogen zurück. Komm wieder nach vorne und wieder tief. Hand an die Schläfe. Wir gehen auf die andere Seite, rotieren uns in die Seite. Komm wieder zurück und tief. Nochmal. Ran, rotieren. Ellenbogen zurück. Wieder nach vorne und tief. Bleib mal oben, mach dich rund, rund und klein, wie ganz am Anfang. Wieder aufrichten und tief. Jetzt setzen wir die Rotation hinten ran. Rechter Ellenbogen geht zurück, komm wieder vor und tief. Linker Ellenbogen geht zurück, komm wieder vor und tief. So, nochmal rund werden. Hopp, werd rund. Bleib mal hier oben, rotier dich nach rechts. Komm wieder zur Mitte zurück, rotier dich nach links, komm wieder zur Mitte zurück und langsam die Arme tief. Nochmal, komm hoch, mach dich rund. Wir setzen jetzt das Ganze zusammen, hier gleich nach rechts rotieren, in die Mitte zurück, nach links rotieren und wieder zurück und die Arme tief. Letztes Mal langsam, rund. Hoch. Ein bisschen wie die Choreografie hier bei uns. Zurück. Und wieder tief. Pass mal auf. Die Hüfte anwinkeln. Die Pobacken gehen zurück. Knie leicht angewinkelt. Und hier versucht ihr mal richtig schön das Gesäß nach hinten zu schieben. Bauch und Rücken bleiben stabil. Schaut mal, dass ihr hier gerne mal die Hände auf Bauch und Rücken nehmt, sodass euer Oberkörper, eure Wirbelsäule, eine Linie bleibt. Wir wollen also keine Rundrücken. Knie sind leicht angewinkelt. Ich schaue mal ganz kurz nach euch. Ihr macht weiter den Deadlift. Ja, genau. Super. Okay, perfekt. Gerne mal die Arme zur Seite und mal tief. Und wieder hoch. Hoch fest. Tief. Und hoch. Hier könnt ihr auch richtig schön mal nochmal schauen, ob ihr
eure Fußgewölbe aufbaut, das heißt leicht auf der Außenkante steht, wie ein Skispringer. Meine Musik dreht ein bisschen ein, um die Hüfte zu schwingen. Machen wir heute aber nicht. Atmen. Nimm mal deine Hände hier an die Schläfe. Mach dich mal rund und richte dich wieder auf. Achtung, rotiere nach rechts. Komm in die Mitte. Rotiere nach links. Wieder in die Mitte zurück. Und komm langsam mit den Armen tief und wieder hoch. Mach dich rund. Komm tief. Richte dich mal auf. Rotiere hier unten. In die Seite rotieren. Und mal langsam aufrichten. Die Arme dürfen kurz entspannen. Wir kommen tief rund. Aufrichten. Du rotierst. In die Seite. Nochmal. Rotieren in die Seite. Und langsam aufrichten, die Arme dürfen kurz entspannen. Wieder ran. Nochmal rund. Aufrichten. Richtig schöne gerade Rücken. In die Rotation. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Arme auch öffnen. Wieder zurück. Langsam nach oben. Und nochmal. Runde Rücken tief. Gerade Rücken aufrichten. In die Rotation, egal welche Seite zuerst. Ihr dürft auch mal gerne abwechseln. Langsam hoch. Schultern entspannen. Rund. Gerade. Rotiert gerne mal in die andere Richtung. Rotieren. Und langsam hoch. Wir machen es mal ein bisschen schneller. Achtung. Rund. Aufrichten, rotieren, rechts und links und langsam nach oben. Nochmal tief und öffnen. Da kommt man mit den Armen fast nicht hinterher, gell? Lass die Arme mal hier. Rund, gerade, rotieren. Und hoch. Nochmal rund, gerade, rotieren. Und langsam aufrichten. Locker. Locker die Schultern. Für die zweite Kombination habt ihr es schon geschafft. Und jetzt sabbert es auch schon ganz schön. Ich hoffe bei euch auch. Auch hier wieder ein bisschen Schwung. Und zwar Schwung Schulterkreis. Einfach mal die Knie durchschwingen und die Arme mal von hinten nach vorn großkreisen. Gerne so, dass die Fingerspitzen fast den Boden berühren. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Achtung. Nimm mal die Arme. Hopp und kreis. Zack und kreis. Wir haben schon. Beugung, Streckung. Wir haben schon die Rotation, auch schon die Seiteneige. Alles, was wir jetzt tun, ist Add-on. Also wir haben schon für die Brust- und Lendenwirbelsäule alles durch. So, die Line. Die Mobilisation habt ihr. Ihr dürft mal tief durchschwingen. Hopp. Einfach mal die Knie anwinkeln. Und locker. Einfach nur nochmal, wie vorhin, Bein außen, aufstellen, wieder zurückkommen. Außen, aufstellen, wieder zurückkommen. Es wird so ähnlich wie vorhin, bloß, dass wir das Knie jetzt anwinkeln, welches nach außen geht. So wie im Warm-up. Deswegen haben wir im Warm-up schon ein bisschen was vorbereitet. Versucht, das innere Bein gestreckt zu lassen, das äußere Bein anwinkeln. Popo tief. Und wieder hoch. Tief und wieder hoch. Ja. Und auch hier geht mal so tief, wie das Knie zulässt. Der Popo riecht den Boden. Wieder zurück. Ich muss gerade mal ein Äuglein auf die Zeit richten. Letzte Kombination im Stehen und dann gehen wir schon auf den Boden. Und hoch, letztes Mal, tief, nochmal die Arme, Achtung, schwing, komm hoch,
Wir kombinieren hier diese Arme mit unserem seitlichen Ausfallschritt. Und zwar wie folgt. Achtung, Ausfallschritt zur Seite. Du kommst schnell tief und hoch. Tief und hoch. Wir brauchen ein bisschen Geschwindigkeit. Und wie gesagt, ich weiß, die Musik motiviert, aber du kannst auch wirklich langsamer. Ich probiere es mal langsamer. Du kannst auch langsamer bleiben. Also einfach halbes Tempo oder einfach in dem, wie es für dich passt. Nimm die Arme mit. Schwing zur Seite. Komm mit. Schwing zur Seite. Wir gehen mal ins Tempo zurück. Let's go. Links. Links und hoch. Rechts und hoch. So, auch hier müssen unsere Rumpfmuskeln arbeiten, aber nicht nur die, sondern natürlich auch richtig schön für die Mobilisation. Schulter. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, rechtes Knie mal hoch. Halte die Spannung. Einfach nur halten. Hier, schwing mal vor und rück. Wieder unsere aktive Pause, bevor es Richtung Boden geht. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, zwei, mein Seiten möchte. Die Arme dürfen bleiben, nur das Knie wechselt. Und rück. Wenn ihr mal mitschaut, wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Vielleicht sollte ich nicht auf der nicht so guten Seite mitgucken. Die letzten 4, 3. Also nicht mich als Fixpunkt nehmen, weil dann fallen wir um. Gut, streck dich mal, mach dich lang und groß, zieh dich mal auseinander. Wir können uns strecken, kurz Richtung Getränk strecken. Das heißt, wir dürfen hier einen großen Schluck trinken. Macht euch hier nochmal lang. Lang und groß. Nehmt mal die Hände tief. Kinn Richtung Brust. Langsam nach unten kommen. So, hier beugt ihr die Knie und kommt mal in einen schönen Vierfüßlerstand. Den Rücken macht ihr mal rund. Und Bauchnabel tief. Rücken rund. Katzenbuckel. Und Po. Ich nenne es immer ganz nett Hängebauchschwein. Ja, weil wir das Bäuchlein schon durchhängen lassen wollen. Also hier rund und dann Bauchnabel tief. Mein Oberteil ist natürlich sehr vorteilhaft. Das hängt schon so richtig schön rund und wieder tief. Nimm mal gerne das Kinn mit, sodass dein Nacken nochmal durchgedreht wird. Auch hier werden wir eine kleine Kombination machen aus Armen und Beinen. So, bleib mal schön gerade, schieb dich mal weg, aus dem Boden weg, drücken die Schulterblätter zusammen, Schultern weit weg von den Ohren. Du hebst mal nur deinen rechten Arm, dein rechts ist mein rechts, nach außen an und kommst wieder zurück. Linker Arm nach außen anheben und wieder zurückkommen. In der ersten Phase schiebt nur das Schulterblatt nach hinten oben, sodass wir wirklich nur den Arm nach außen strecken, ohne dass unser Oberkörper mitgeht. Das heißt, unser Rumpf bleibt stabil. Raus. Und wieder zurück. Komm raus. Und rück. Linker Arm. Raus. Schulterblätter hinten zusammen. Wieder tief. Schulterblätter zusammen. Und tief. Die letzten. Letzter noch. Pass mal auf, dein linker Arm bleibt mal kurz außen, linker Arm raus. Rotier dich mal unten durch, komm wieder raus, gerade Rücken und wieder tief. Jetzt der rechte raus, du rotierst unten durch, kommst wieder in die gerade Position und wieder zurück. Linker Arm raus, rotier nach unten, komm raus und wieder rück. Raus, ganz gerade. Rotieren. Ich bin gerade nicht dein Spiegelbild.
Der linke Arm raus. Rotieren. Hopp. Und wieder tief. Rechts. Ich hätte mir vielleicht ein Handtuch bereitlegen sollen. Achtung, rechtes Bein nach hinten abspreizen, wieder zurückkommen. Linkes Bein nach hinten und wieder rück. Einfach nur nach hinten abspreizen, wieder zurückkommen. Auch hier versuch mal, deinen Rücken so gerade zu halten, dass du ein Glas Champagner auf deinem unteren Rücken abstellen könntest. Lang und wieder zurück. Wir wollen jetzt das Bein gar nicht lang nach hinten strecken, sondern eigentlich wollen wir das 90 Grad angewinkelte Knie nach außen schieben und wieder rück. Nach außen abspreizen und wieder rück. Das heißt, das Knie kommt nach außen und wieder rück. Und ihr merkt, wie schön unser Rumpf hier arbeiten darf und stabilisieren darf. Ich muss sagen, ich liebe es hier gerade auf dem Boden, denn unter meinem Türschlitz kommt ein schönes Lüftchen. Kühles Lüftchen durch. Raus und rück. Nochmal, rechtes Bein raus und wieder zurück. Letztes Mal. Wir erweitern ein bisschen und zwar kommt das rechte Knie raus. Ihr wollt das Bein mal ausstrecken, dann wieder anwinkeln und dann erst tief. Okay. Raus, ausstrecken, lang machen, dann wieder anwinkeln und wieder tief. Soll ja sehr herausfordernd werden, oder? Habt ihr doch gesagt. Anwinkeln und tief. Letztes Mal. Und ausstrecken, wieder rankommen. Immer nur den rechten Arm nochmal raus, in die Seite. Rotier nach unten durch, komm raus und wieder tief. Linker Arm raus, in die Seite. Wir probieren mal, rechter Arm, linkes Bein, raus, Bein lang, unten durch rotieren, wieder anwinkeln und wieder tief. Wir probieren es zu kombinieren, okay? Also, Arm und Bein raus, rotieren, strecken, wieder anwinkeln. Und tief kommen. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung fürs erste Mal. Aber ich dachte, für nächste Woche brauchen wir ja noch mal was, wo wir uns drauf freuen. Letztes Mal raus, in die Seite, hopp und zurück. Leg dich mal locker in Bauchlage. Vielleicht wird das Handgelenk schon nicht mehr. So, die Stirn darfst du mal ganz locker auf die Hand ablegen. Ich weiß, du siehst mich jetzt nicht mehr, aber ich hoffe, du verstehst mich. Du darfst mal rechts und links im Wechsel immer das Bein anheben, abstellen. Anheben, abstellen. Unter deinem Bauchnabel laufen kleine Ameisen durch, okay? So kleine Mini-Ameisen, die unter deinem Bauchnabel durchlaufen wollen. Das heißt, du drückst nicht den Bauch Richtung Boden, sondern du versuchst, den Bauchnabel leicht einzuziehen. Auf und ab. Beide gleichzeitig. Hoch und tief. Lass die Schultern ganz, ganz locker. Die Füße aller Beine sind in der Luft. Achtung! Bleib mal oben. Da deine Beine auseinander, wieder zusammen und tief. Hoch, auseinander, zusammen und wieder tief. Hoch, auseinander, zusammen und tief. Die letzten vier. Dreimal noch. Noch zwei. Und letzter. Die Beine haben Pause. Nimm mal die Ellenbogen hoch Richtung Decke, die Schulterblätter schön zusammen. Hier nehmen wir jetzt den rechten Arm tief, komm wieder zurück nach vorne. Linker Arm tief, zurück nach vorne. Achtung, ablegen, hochkommen. Rechter Arm zurück, wieder vor. Linker Arm rück,
zurück und vor wieder ablegen. Kurz ablegen, wieder hochkommen in Spannung. Halte hier. Rechter Arm zurück, wieder vor. Linker Arm zurück und wieder vor. Komm wieder tief und hoch. Halt mal hier die Schultern weit weg von den Ohren und locker ablegen. Wir kombinieren Beine und Arme. Ellenbogen 90 Grad zur Seite. Wir kommen erstmal in Spannung. Beine und Arme kommen nach oben. Wenn ihr die Beine öffnet, kommen wir in die Seite rechts, wieder zurück. Beine öffnen, links zur Seite, wieder rück und dann ablegen. Locker abstellen, wieder hochkommen. Einmal rechts, Beine öffnen, wieder rück. Links, Beine öffnen, rück und tief ablegen. Wieder hoch. Rechts öffnen, links öffnen und rück und wieder tief. Bleib kurz tief, wir machen es im Tempo. Let's go, komm hoch, hoch. Seite, Mitte, tief und hoch. Sehr gut und tief. Wenn ich dir zu schnell bin, gerne wieder ohne im Tempo der Musik zu arbeiten. Denk dran, dass der Bauchnabel eingezogen wird und du nicht super im Hohlkreuz bist. Letztes Mal. Einmal rechts, einmal links und tief ablegen. Locker, locker. Schieb dich mal mit deinen Händen zurück nach hinten. In den runden Rücken. Die Arme lang, Nasenspitze tief. Nacken entspannen. Wie ihr an der Musik schon erahnen könnt, kommt jetzt das Finale. Ihr dürft die Füße mal nach vorne, gerne über die Seite schieben. Und zwar die Hände unter die Oberschenkel, mal Rücken rund. Richtig schön rund werden lassen und dann aufrichten, Brust raus. Richtig schön stolz, nochmal Rücken rund. Und Brust raus, Oberkörper schön auf. Nochmal rund. Und aufrecht, mal die Arme mitnehmen. Nochmal rund werden. Ihr dürft hier wirklich rund werden. Und aufrecht, Brust raus. Es ist erlaubt. Und nochmal rund. Jetzt probiert mal, schön aufrecht zu bleiben. Mit geradem, aufrechten Oberkörper nach hinten zu gehen und wieder mit geradem, aufrechten Oberkörper nach vorne. Nochmal nach hinten. Schöne gerade Oberkörper. Nochmal hoch. Nochmal tief. Und hoch. So, bleib mal hier, nimm mal nur deine Arme vor. Dein rechter Ellenbogen rotiert nach hinten. Wieder vor und hoch nach oben. Arme lang vor, linker Ellenbogen rotiert zurück, wieder ab und hoch. Tief, Ellenbogen rotiert nach hinten und hoch. Nimm den Oberkörper mal mit. Lange gerade Oberkörper, tief, Ellenbogen rotiert nach hinten, wieder vor und hoch über Kopf. So haben wir. Jetzt auch wieder eine Rotation für die Brustwirbelsäule und natürlich, ihr merkt schon, der Beinbeuger darf ein bisschen arbeiten, aber auch der Bein. Nochmal tief. Rotieren. Wenn du mehr möchtest, nimm gern mal den Arm mit nach hinten. Hopp, Arm mit nach hinten. Und rotieren, wieder zurück und hochkommen. Tief, rotieren nach hinten, lange Arm. Aufrichten, Brust raus. Wir probieren es im Finale im doppelten Tempo. Tief rotieren und wieder hoch. Es ist das Finale, das heißt, ihr dürft alles geben, was noch geht. Hopp, zurück. Die letzten vier. Drei. Die letzten zwei Stück. Kommt auch hier noch die Sonne raus. Eine noch. Und dann legt euch locker
langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Nimmt mal die Knie ran und macht mal kleine Kreise auf die unteren Rücken. Ich werde sogar die Musik abschalten, sodass wir wirklich nur noch für uns sind, die letzten 3 Minuten. So, hier einfach mal die Knie ranziehen, kleine Kreise auf dem unteren Rücken machen. Streckt mal die Beine lang, mal alles auseinanderziehen, mal die Zehenspitzen ganz lang machen, die Fingerspitzen ganz lang machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr fürs neue Core 3D und natürlich auch für die neue Trainerin offen seid. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht morgen schon wiedersehen zum Bauch, Beine, Po um 16.30 Uhr. Ansonsten am Dienstagabend 19 Uhr, glaube ich. Ich muss nochmal schauen. Beziehungsweise dann zum Core 3D nächste Woche wieder. Nehmt mal das rechte Knie kurz ran. Leg mal das rechte Bein über dein linkes drüber. Lass deine Schultern am Boden. Schieb dich mal zur Seite, so wie es deine Wirbelsäule zulässt. Atme tief ein und aus. Tief einatmen, ausatmen, locker lassen. Komm dann langsam zur Mitte zurück. Mal Seitenwechsel, rechtes Bein lang, linkes Knie ran. Und auch hier mal das linke Bein über das rechte drüber. Das Schöne ist, wir haben die ganze Zeit auch unsere Wirbelsäule durchmobilisiert. Das heißt, ich hoffe, dass ihr euch jetzt angenehm fluffig fühlt, aber auch leicht gekräftigt. Atmet nochmal tief ein und aus. Nochmal tief einatmen und aus. Und dann kommt langsam zur Mitte zurück. Kommt mit ein bisschen Schwung nach oben ins Sitzen. Passt kurz auf euren Kreislauf auf. Könnt gerne in einen Schneidersitz, Brust mal öffnen, Schultern weit weg. Mal den Kopf auf die rechte und auf die linke Seite ablegen. Kurz nochmal den Nacken ein bisschen durchbewegen. Bis der Kreislauf da ist, mal Blick nochmal nach vorne. Kurz die Schultern durchbewegen und dann kommt langsam nach oben. Bei mir schlägt schon die Kirchturmuhr. Macht euch mal lang und groß, mal alles auseinanderziehen und nochmal durchschwingen. Und dann danke ich euch vielmals fürs Mitmachen. Ihr könnt an meiner Matte erahnen, wie viel Schweiß da auf dem Boden ist. Auf jeden Fall genügend trinken. Wir können jetzt aber auch noch mal ganz kurz ein bisschen schnacken. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche dabei seid wieder oder eben dann morgen oder am Dienstag. Sehr, sehr schön. Vielen Dank.